Vom 6. bis 9. März 2012 fand in Cannes an der Côte d'Azur die diesjährige MIPIM statt. Die MIPIM ist die weltweit größte Immobilienmesse für Investitionsvorhaben. Hauptpartner der Messe in diesem Jahr war die Bundesrepublik Deutschland. Trotz Bankenkrise ist das Klima unter den europäischen Investoren sehr gut und es konnten hier in Cannes viele Investitionsvorhaben vorgestellt werden. Leider haben sich die neuen Bundesländer, obwohl perfekte Voraussetzungen für Investitionen da sind, ihren Wettbewerbern nicht gestellt. Bei unserem Messerundgang wurden wir dann aber doch, wie schon im letzten Jahr, fündig. Die IPRO Dresden, ein sächsisches Unternehmen, war hier an der Côte d'Azur mit dabei. Im deutschen Pavillon fanden interessante Gespräche und Diskussionen zum Thema Innovation Made in Germany statt. Unser Redakteur Stefan Gahm war im Gespräch mit Herrn Urban Knapp und Herrn Manuel Schupp, welcher uns das ENA-Netzwerk, eine Innovation aus Deutschland, vorstellte. Herzlich willkommen auf der MIPIM 2012 auf dem German Pavillon. Links neben mir Herr Schupp. Herr Schupp, mich würde interessieren, was ist aus Ihrer Sicht denn die Qualität des deutschen Bauens im internationalen Vergleich? Ich glaube, zunächst mal die Qualität des deutschen Bauens im internationalen Vergleich ist etwas, was wir gemeinsam in die Welt zu tragen haben. Jeder Taxifahrer irgendwo auf der Welt klopft voller Stolz auf das Lenkrad seines alten 124er Mercedes mit 700.000 Kilometern und sagt, Deutsch gut. Und ich glaube, wir dürfen durchaus so selbstbewusst sein, um zu sagen, ja, und all das, was es zum Bauen braucht, also zum Herstellen eines Hauses, die Finanzierung, das Projektmanagement, die Planung, den architektonischen Entwurf, die Statik, all dieses, aber auch die Bauprodukte, das gehört dazu und gehört in die Welt getragen, weil wir sicher sein können, dass eben all das in der Kombination genauso zuverlässig und gut ist und gut designt ist wie ein deutsches Auto. Nur das muss die Politik auch weitertragen. Rechts neben mir der Herr Knapp, ich begrüße Sie, Präsident der ENA. Was ist die ENA? Wofür steht die ENA? Und für die Fernsehzuschauer auch sehr interessant, lässt sich die ENA, der Gedanke der ENA, auch auf Sachsen, Nordsachsen übertragen? Die ENA, ausgeschrieben heißt es European Network Architecture. Es dreht sich genau um den Gedanken, den Herr Schupp gerade formuliert hat. Innerhalb des Wirtschaftsverbandes der ENA haben sich nicht nur Architekten, sondern auch Ingenieure und Produkthersteller zusammengefunden. Wir haben momentan 50 Mitgliedsunternehmen, die von Sanitärausstattung über Baustoffe, Leitsysteme in Gebäuden bis über oder bis zur Planung eben sich versammeln und als einziges Netzwerk und Wirtschaftsverband über Kammergrenzen, die Kammergrenzen der Architektenkammer, Ingenieure und natürlich Industrie- und Handelskammer kooperieren und sich austauschen, um Synergien zu schaffen. Diese Synergien zielen in erster Linie auf den Export, Made in Germany, in die Welt zu tragen, aber natürlich auch sich untereinander auszutauschen und Erfahrungen des anderen kennenzulernen und dadurch auch deutsche Bauqualität, deutsche Baukultur zu verbessern, um weiter exportfähig zu sein in der Zukunft. Vielleicht können wir auf der nächsten MIPIM 2013 mehr aus Mitteldeutschland und dem ENA-Netzwerk berichten. Insgesamt nahmen mehr als 19.000 Besucher und 4.000 Investoren an der MIPIM teil.